Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei World War II Rebuilder in einer neuen Folge. Und ich glaube, wir müssen das mit dem Kran auf die Ladefläche da bringen. Ah, okay. Okay, okay. Der Gedanke kam mir gerade, als ich da gerade so hingeguckt habe. Macht Sinn, ja. Irgendwie. So. Oh. Ah, okay, der Kran muss natürlich genau eingelenkt sein. Natürlich hier vom Winkel und so alles nicht so geil, ne? Bringen wir die Ladung mal ganz sicher, hochexplosive Ladung, die wir drauf haben, mit dem Kran da eben darüber. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sicher. Aber muss es nicht hier hin? Doch, 1 von 6, okay. So würde ich auch Sprengstoff transportieren, ja, auf jeden Fall. Der Kran einfach. Ach, ist das bescheuert. Gott. Mein Haken hat sich da irgendwo verfangen. Hallo? Okay. Wir transportieren mal den nächsten Kram. Hier weiter kommen wir anscheinend nicht darüber. Aber doch. Oh, auf jeden Fall mehr Seil. Noch mehr Seil. Das war zu viel Schwung. So. Sag mal. So, jetzt ist es fest. Auf jeden Fall eine ganz sichere Nummer hier alles. Oh, das müssen wir dann wieder selber rennen. Ich hole schon mal das direkt das nächste. Ist ja doch ein bisschen mühselig, ist die Sachen nach vorne zu holen. Der Kran passt ja leider nicht hier rein. Man muss es also so machen. Die Mission ist halt darauf ausgelegt, dass wir das so langsam machen. So, wir brauchen wieder ein bisschen Schnur. Zack, ran da. Also für. Also physikalisch auf jeden Fall absolut real. Wird das auch bis heute noch gemacht, wenn irgendwo ein Kessel transportiert wird oder so. Oder egal was man herstellt und dann wegtransportiert wird, macht man bis heute so. Der hört jetzt gar nicht mehr auf, Geräusche zu machen.
Drücke dich. So. Brauchen viel Seil. Doch. Hallo? Hallo? Er dreht sich gar nicht mehr. Jetzt dreht er sich erst wieder. Komplett hängen geblieben. Hier wieder beim nächsten andocken. Der Haken schleudert noch mal durch die Gegend. Aber gut, können wir alles so hin. Wow! Alter, wie ein Geschoss kam das gerade herausgeschossen. Ganz sichere Nummer auf jeden Fall für alle Beteiligten. Also manchmal dreht sich der Kran dann gar nicht mehr. Wie jetzt? Jetzt geht's wieder. So. Uns mal das andere Stück. Ja gut, die Folge ist dann doch echt ein bisschen mühselig, einfach nur weil die Mission das so verlangt. Wenn das jetzt so nach den Zielen stumpf abarbeiten geht, hätten wir es jetzt schon easy fertig gehabt. Aber ja, es geht halt nicht nach den Zielen einfach so. Wir sehen. Ja, dann kriegst du halt noch ein bisschen mehr Seil. Ist halt erst das vierte von sechs. Das ist leider ein bisschen nervig mit dieser Mission, muss ich sagen. Raus damit. Oh, und weg damit. Gut, das hat ja jetzt diesmal schneller funktioniert tatsächlich. Denn jetzt hier noch hier drin haben wir alles, ne? Ah, nee. Ah, das Ding da. Dann haben wir draußen noch den. War das draußen der Kessel? Egal, wir machen jetzt erstmal das eine Ding da, die Angel, und dann gucken wir mal, was wir da noch drin haben. Das eine Ding ist ja auf jeden Fall noch rauszuziehen.
Ja, ich habe mir tatsächlich die Karten an Deutschland hier eigentlich ein bisschen cooler vorgestellt. Dann bin ein bisschen enttäuscht von der Mission hier. Insgesamt. Klar, neue Mechanik mit dem Kran, dies, das, also hier mit der Laufkatze, aber ja. Insgesamt habe ich mir jetzt doch ein bisschen mehr erhofft. Naja, vielleicht wird der Hamburg noch besser. So, dann haben wir doch hier drin alles, oder übersehe ich etwas Wesentliches? Ach nein, nicht mehr sei, sondern weniger sei. Stimmt, ja, im Chat steht's aus, das könnte halt irgendeine Fabrik in irgendeinem Land sein. Das stimmt, also man sieht ja jetzt hier nicht wirklich Unterschied zu sonst. Weil das halt nur zwei Missionen sind und das halt hier so eine Fabrikhalle nur ist. Naja, vielleicht kommt da noch was. Hier alles liebevoll angeordnet, wie man sieht. So, jetzt gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. So ganz erkundet habe ich das, glaube ich, hier immer noch nicht alles. Nein, ich würde dieses blöde Gerüst nicht dahinstellen. Der, ich erinnere mich, ich habe den ja oben abgeschnitten. Stimmt, den Kessel. Ich wusste doch, irgendwas war noch hier draußen. Und guck mal da oben. Da müssen wir auch noch die Geschichte verbauen. Ne? Also machen. Nein! Hau doch nicht das Gerüst unter deinen Füßen weg. So. Einmal drehen. Yay! Hatte ich wohl irgendwie. Okay, ich heb erstmal ab. Hatte ich wohl irgendwie beim letzten Mal zugedreht hier. Ich habe es auch einfach gar nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann holen wir uns jetzt mal das Ding hier ab. Und das letzte zu lesen ist, habe ich keine Ahnung. Immer irgendwie fehlt dann eins, was dann. Entweder gut versteckt ist oder ich bin blind. Manchmal ist die Verlagerung so, dass er sich da halt gar nicht mehr in die Seite drehen kann, so richtig. So. Nein! Komm schon. Achso, ich muss ja runter machen, sonst komme ich nicht am Haken ran. Oh, geschafft. Wir machen aber noch weiter, wir sind noch nicht fertig. Wunderbar. Guck hier nochmal eben grob durch.
Bisschen was schade, dass dann eins fehlt. Ich will ja auch ganz gerne mal alles lesen mit euch und alles halt sehen. Aber irgendwie ist immer eins ganz gut versteckt oder ich bin halt einfach nur blind und sehe es dann nicht. Ich glaube, wir werden es nicht finden. Ist mal wieder schade. Aber na gut, dann ist es halt so. Wir machen jetzt mal die Quest weiter, damit wir zum Ende kommen. Und zwar dekoriere den Bereich Möbel, Licht, Straße. An der Fabrik ein Poster. In der Fabrik. Denn? Hier sah nur so aus, okay. So. Jetzt bin ich verwirrt. Möbel, Licht. Warte, ich muss mal gucken. Möbellichtstraße. Straße. Ja, was willst du denn hier im Industriegebiet hinklatschen? Das ergibt ja alles keinen Sinn, ne? Mach mal wieder eine tollste Sache der Welt. Mülleimer. Lichtstraße, nicht auch Straßenlaternen. So, was war das andere? Ich bin so vergesslich. Möbel. Ja, Möbel, was willst du denn für Möbel in der Fabrik haben? Ich weiß es doch auch nicht. Zumal wir auch nicht in das eine Gebäude rein können. Gibt das halt auch nicht so viel Sinn. Mach mal diesmal zuerst die Regalsachen rein. Spielt halt auch keine Rolle. Tut mir leid, aber ich find's halt sinnlos. Mach's jetzt einfach mal durcheinander hier. Wir können die Regale nicht nutzen, das nervt mich. So, haben wir das schon mal gemacht. Neue Gebäude, was wir nicht betreten können, erstrahlt dann gleich in voller Pracht. Auch da schade, dass wir es einfach nicht betreten dürfen. So, Master of Essen, Errungenschaft. Jo, Essen erstrahlt in absolut schöner Pracht. Man sieht halt gar nichts von Essen. Man sieht halt nur so eine hässliche Fabrik. Schade. Gut. Das war's. Wir haben leider nicht das letzte Plakat, Poster, was auch immer da gefehlt hat, gefunden. Wir beenden die Mission und gehen nach Hamburg. Vorher eine gasige, stinkende Eide. Gut, es ist jetzt definitiv schöner als vorher, das muss man halt auch sagen. Aber selbst danach ist alles so grau, hässlich und trist. Naja. Es ist okay.
So, da haben wir wieder neue Sachen freigeschaltet. Aber die hatten wir doch schon. Auch die Wandleuchte haben wir doch schon mal gebaut. Ach, in der Sandbox freigeschaltet. Okay. Dann gehen wir mal nach Hamburg. Zur Sankt-Nikolai-Kirche. Die Trümmerfrauen werden in Hamburg gebraucht. Der Stadt, die durch alliierte Angriffe brannte, Jahre davor, bevor die Front tatsächlich ankam. Mein Mann hat damals hier gedient. Ich frage mich, ob er die Kirche am Kanal besucht hat, deren Ruin ich jetzt räumen soll. Wir starten mal rein. Nein! Och nö! Wollte Screenshot machen. Ach, das ist doof. Ja, da müssen wir jetzt nochmal raus und nochmal rein. Das ist doof, wenn man hier irgendeine Taste drückt für ein Screenshot oder so, dann bricht es sofort das Video ab. Ah. Das ist echt nervig. Geht das auch noch 100 Jahre? Ja, das Spiel ist einfach nicht gut gemacht, um Screenshots zu machen. Es ist halt einfach Screenshot-unfreundlich. Ist es halt wirklich? Hä? Okay. Drückt euch. Geht halt immer sehr nach. So, speichern und beenden. Jetzt erneut, bitte. Möchte die Mission neu starten. So. Jetzt gucken wir uns das in Ruhe an. I remember the paralyzing fear I felt reading in the newspapers about the bombings of Hamburg in 1943. My Andreas's unit was stationed in the city at the time. I was worried sick for weeks, and finally a letter from Wehrmacht arrived. Andreas was severely burned, but alive. They say all the Allies wanted at the time was to stop the Nazi U-boat production. They succeeded, but at the same time, Hamburg with its inhabitants burned almost completely when the incendiary bombs penetrated through the cellars full of coal. All hell broke loose. Now I arrive in Hamburg witnessing the aftermath of the monstrous firestorms my husband had once encountered. Okay. Willkommen in Hamburg! Ja, und Hamburg machen wir natürlich erst in der nächsten Folge für euch dann übermorgen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Bis dahin.